Als Fantasy-Autor oder als ein Schriftsteller, der im weitesten Sinne das großflächige Feld der Sci-Fi und der Fantastik beackert, ist man zumeist mit der Frage konfrontiert, ob man sich auf die Tücken des sogenannten Worldbuildings einlässt. Ein Beispiel wären Arkadi und Boris Strugatsky, die darauf stets verzichtet haben, ihre Romane mit allzu präzisen Weltschöpfungen zu untermauern. Liest man nun eines dieser umfangreichen Fan-Essays über ihre Welt des Mittags, wundert man sich, wie vielseitig dieses literarische Universum dennoch am Ende geworden ist. Und doch ist das letztendlich die geistige Leistung der Leser. Die Strugatsky-Brüder haben sich nie die Mühe gemacht, ihre Welt hintergründig zu definieren. Deshalb haben sich hierbei auch allerlei Fehler eingeschlichen, die einzelne Romane zueinander in einen Widerspruch stellen. Den beiden Autoren war es vermutlich gleichgültig. Doch es gibt natürlich auch Tolkien, den Übervater des Weltenbaus. Oder das durchaus kohärente Roboteruniversum von Isaac Asimov. Doch ist das alles wirklich nötig, um einen guten Zyklus zu schreiben? Und interessiert es jemanden? Nun, es ist nicht nötig per se. Ohnehin hat das Worldbuilding den literarisch ungünstigen Beigeschmack, dass es dem Leser eine detaillierte Welt aufdrängt, die so niemand angefordert hat. Das Erschaffen einer geistigen Welt hinter einer Geschichte war bis dahin eigentlich die Aufgabe des Lesers. Mit welchem Recht drängt ein Autor mit seiner Story den Lesern auch noch einen konkreten Bauplan für die Welt innerhalb des Romans auf? Dazu ließe sich viel sagen. Und ja, der Weltenbau in der Fantasy scheint nicht zwingend notwendig zu sein, um Fantasy zu schreiben. Doch das verursacht die Frage, warum man überhaupt Fantasy schreibt. Wenn es nur um die existenziellen Fragen zwischen drei Menschen ginge, könnte man diese doch gerne in ein schäbiges Hotelzimmer in, sagen wir mal, Bochum versetzen und dort alle Handlung passieren lassen. Daran ist auch nichts falsch, doch es birgt die Gefahr, dass es, Achtung, da kommt das L-Wort, langweilig wird. Aber ich bin mir zur selben Zeit dessen bewusst, dass das ein verkürztes Argument ist und die sind bekanntlich am unwiderstehlichsten. Doch die Frage, weshalb man überhaupt Fantasy schreibt und liest, ist nicht so abwegig. Ist es nicht lediglich so, dass wir dazu neigen, uns formal an der Andersartigkeit zu ergötzen? Herr der Ringe ist beherrscht von einer Sehnsucht nach dem Verlorenen. Es ist eine Metapher für gerodete Wälder und den Bau von Kaufhäusern, aber auch für die verlorene zivilisatorische Unschuld des Einzelnen. Doch wir kommen etwas vom Weg ab. Die Frage ist eher, ob es denn wirklich nötig ist, Sprachen zu erfinden und Karten zu zeichnen. Nun, wie gesagt, nötig ist es nicht, doch es ist perfekt im Einklang mit dem Zeitalter, in dem wir leben. Parallelwelten sind das Begehrteste, das unsere Zivilisation kennt. Wir erkennen diese kollektive Sucht nur nicht immer so gut. Ob Computerspiele, Romane, TV-Serien oder Comics, der Durst nach einem Paralleluniversum, das so gar nicht vergleichbar ist mit der mühsamen, realpolitischen, konsensfähigen und vor allem monetaristischen Gesellschaft, in der wir leben und leben müssen, ist eines der nachhaltigsten Phänomene unserer Kultur. Das beginnt schon damit, dass man ein geradezu fanatischer Fan einer bestimmten Rockband ist. Und wenn man 1000 Trekkies fragen würde, welche Sache sie aus dem Star Trek-Universum mitnehmen würden, wenn es nur eine einzige Sache sein dürfte, würden die meisten nicht Weltfrieden sagen, sondern das Holodeck. Am Ende ist es wohl eher so, dass der Unterschied zwischen einem Roman und einem Zyklus mit Weltenbauhintergrund derselbe ist wie der Unterschied zwischen einer Neurose und einer Psychose. Ein alter psychologischer Karlauer besagt, dass neurotische Menschen Luftschlösser bauen. Doch psychotische Menschen bauen sie nicht nur, sie leben darin. Ein einfacher Roman, sei es ein psychologischer Thriller, ein Krimi oder eine Liebesgeschichte, ähnelt stets einem Riss in der Wand, der vor dem Leser entsteht. Und durch diesen schmalen Riss können die Leser zwar nicht hindurchtreten, doch sie können ganz gut all das beobachten, was alles in dem Garten passiert, der sich dahinter offenbart. Es wird nur diesen einen Ausblick geben und, seien wir mal ehrlich, das ist auch richtig so. Wer mehr will, muss seine eigene Fantasie bemühen. Und das könnte eine Leistung sein, die zunehmend rar wird in diesem Zeitalter. Werden nun die Vorstellungskräfte des Lesers beschnitten, indem man ihm viel zu viele Zusatzinformationen gibt? Wie wir eingangs gesagt haben, hat das Worldbuilding den generellen Makel, eine detaillierte Welt zu offerieren, die so keiner bestellt hat.
Doch wir leben eben in einer Zeit, in der es einen starken Ansatz gibt, nicht nur eine Welt kurzfristig zu besuchen und dann dem üblichen Verblassen der eigenen Erinnerung zu überlassen, sondern über eine längere Zeit hinweg diese Welt im eigenen Bewusstsein zu erhalten. Somit würde ich doch auch das Argument prägen, dass die Leser einer komplexen Fantasy-Reihe keineswegs der eigenen Projektionskraft beraubt werden. Nein, die Projektion des Lesers findet weiterhin statt, nur eben tiefer in dem beschriebenen Territorium. Sie ist nur detaillierter und letztendlich auch vielseitiger. Und das ist, was mein Interesse erweckt hat. Was wäre, wenn ich mir die Idee des Weltenbaus zu eigen mache, doch damit noch einen Schritt weiter gehe? Ich schreibe keinen Plot, keinen vorgefertigten Handlungsablauf, so wie es anständige Schriftsteller tun. Auch kein cooler Fahrstuhl-Pitch für den Fall, ich stehe plötzlich mit einem Verleger im Aufzug. Ich wollte erst eine Welt erschaffen, mit Vergangenheit und mit Bürden und Hypotheken, die sich aus dieser Vergangenheit ergeben. Und erst auf diesem Biotop, der vorerst kaum eine Narrativ aufweist, habe ich es gewagt, die ersten Protagonisten und Antagonisten zu definieren. Der Autor wird auf diese Weise zunehmend zu einem Kurator in einem Museum einer fiktiven Welt. So hatte ich mich in diesen schier endlosen Urwald begeben und dort stecke ich noch immer. Ich lebe dort Tag und Nacht. Denn Worldbuilding kann unglaublich viel Spaß machen, vorausgesetzt, man ist zumindest ansatzweise ein Kindskopf und hat gleichzeitig einen langen Atem für einen Sachverhalt, den die Gesamtheit der Weltbevölkerung als fruchtlose Zeitverschwendung abschmettern würde. Und vorausgesetzt, man ist über den Punkt hinaus, wo man noch auf Anerkennung irgendwelcher intellektuellen Freunde hofft. Oft wird auch übersehen, dass man gut beraten sei, wenn man in diesem Prozess einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin zur Seite hat, die für solche Umtriebe genügend Toleranz mitbringt. Denn nicht jeder kann damit mental umgehen, dass ein Autor oder Ehemann plötzlich 4 Monate lang eine fiktive Sprache entwickelt, anstelle Manuskriptseiten zu produzieren. Worldbuilding, die Erschaffung von Fantasywelten, ist somit ein mühsamer, brotloser Pfad, der erst nach sehr langer Zeit respektable Resultate zeigt. Wenn man Glück hat, das Ganze ist mehr wie ein zartes Pflänzchen, dessen in weiter Zukunft liegendes Telos zwar ein riesiger Baum ist, der für Jahre und Jahrzehnte Früchte schenken soll, doch nur, wenn man bereit ist, in jener frühen Pflegezeit um seine Existenz zu kämpfen. Ein literarischer Weltenbauer ist somit mehr ein geduldiger Gärtner, der daran glaubt, dass seine kleine Baumschule eines Tages zu einem stattlichen Wald wird. Aber das muss nicht in Klausur stattfinden. Dies ist das YouTube-Zeitalter. Und da kann man als Weltenbauer zwischendrin auch mal innehalten und die Teilergebnisse der eigenen Forschung dem YouTube mitteilen. Ich frage mich, ob auch Professor Tolkien seinen eigenen YouTube-Channel betrieben hätte. Vermutlich nicht. Höchstens nur, wenn sich einige seiner Studenten darum gekümmert hätten. Und nun abonniere meinen Channel. Denn wenn du meinen Channel nicht abonnierst, wird irgendwo auf der Welt ein Fantasy-Autor Syphilis kriegen. Wie kannst du so herzlos sein und es zulassen? Bis zum nächsten Mal. Falls du diesen Beitrag gemocht hast, honoriere es mit einem Like. Und falls dich weitere Stellungnahmen, Schwafelrunden, aber auch faszinierende Ausflüge in die Abgründe des menschlichen Geistes interessieren, wäre es nun an der Zeit, den roten Abo-Knopf zu drücken. Ich denke, du und ich, wir sind bereit. Falls du die Welt von Kalion noch nicht kennst, solltest du mit dem Band 1 anfangen. Er trägt den Titel Teranga Nesuara, was auf Ledonisch so viel heißt wie die lautlose Woge. Du kannst das Buch überall dort erwerben, wo es heute Bücher gibt, zum Beispiel auf dieser Plattform, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, oder bei dieser Firma, die eine Frucht zum Namen hat und diesen Namen auch noch bei den Beatles geklaut hat. Doch falls du ein wenig wie ich bist und eigentlich keine so rechte Lust hast, dich wie ein Konsument zu fühlen, musst du beginnen, wie ein Mäzen zu denken. Ein Erhalter der Künste, eine Patronin des freien Geistes. Wie du siehst, habe ich ein Händchen für pathosgeladene Titel und Bezeichnungen. Doch in so einer Gesinnung gehst du eben nicht auf jene Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, sondern gehst lieber direkt auf die Seite des Verlages und bestellst mein Buch in deren übersichtlichem und effizient gestalteten Shop. Das kostet dich keinen Cent mehr. Doch der Effekt deiner Handlung für den Verlag ist immens. Und für den Autor, aka ich, muss ich viel mehr dazu sagen. www.periplaneta.com